Ja, hallo und herzlich willkommen bei Planet Firework. Liebe Pyros, heute mal wieder ein kleines Unboxing von mir. Und zwar geht es um dieses sexy Paket hier. Gut, sexy ist jetzt relativ, sieht ein bisschen zerruft aus, aber das ist ja auch scheißegal, weil wichtig ist ja, was drin ist. Drin ist der Gewinn von einem Gewinnspiel, welches PyroCracker98 auf YouTube veranstaltet hatte. Und dort habe ich gewonnen, zu meinem Glück. Und ich freue mich immer noch riesig drüber. Ja, und was da so Schönes drin ist, das werden wir uns jetzt gemeinsam mal anschauen. Und ich hoffe, ihr habt dabei auch viel, viel Spaß und findet die Artikel wenigstens auch einigermaßen cool. Ja, den Link zu dem Channel von dem PyroCracker98, den werde ich natürlich unten in der Infobox vermerken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Ich habe den Kollegen schon seit geraumer Zeit, also ziemlich lange, abonniert. Ist schon wirklich sehr lange. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich ihn abonniert habe, aber es ist auf jeden Fall schon eine lange Zeit her. Und kann euch sagen, es lohnt sich schon, weil die Artikel, die er zündet, sind cool. Die Quali ist cool von seinem Channel und er gibt sich da schon relativ gut Mühe. Ja, schaut einfach mal vorbei, es lohnt sich definitiv. Ist jetzt beabsichtigte Werbung, gebe ich auch zu, denn er hat ein paar Abonnenten mehr verdient. Meiner Meinung nach, unabhängig jetzt von dem Gewinnspiel, das er veranstaltet hat. Judy, wir starten jetzt mal mit dem Unboxing und ziehen uns mal rein, was da alles so Feines drin ist. Viel Spaß! So, jetzt schneiden wir das ganze Ding mal schön auf hier. Ganz geschmackvoll. Ganz sexy. Okay. So. Biegen wir mal hier hinten runter. Das hier hoch. Ich sehe schon, das ist relativ gut verpackt. Was heißt relativ? Sehr gut verpackt ist es sogar. Das ist ja auch nicht schlecht. So Art wie kleine Visitenkarte ist hier drin von seinem Channel. Wenn ihr das sehen könnt. PyroCracker98, Böller und Feuerwerk Testvideos. E-Mail steht drauf. Und der YouTube-Kanal. Auch nicht schlecht. Also das habe ich auch noch nicht gesehen und auch nicht gehört. Das ist sehr, sehr geil. Da könnte ich mir sogar noch was von abgucken. Das ist sehr genial. Wir haben für die Unannehmlichkeiten noch Extras reingelegt. Viel Spaß mit den Böllern. Vielleicht hast du ja Bock, ein Review über das Gewinnspiel zu machen. Mit freundlichen Grüßen, PyroCracker98. Ja, gut, damit die Leute hier auf YouTube auch wissen, was es damit auf sich hat. Und zwar war das Gewinnspiel schon etwas länger her. Ich glaube, irgendwie Anfang März oder so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau. Oder Februar doch schon. Ende Februar, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es schon sehr, sehr lange her. Und der Kollege hatte da zeitlich ein paar Probleme und konnte mir daher den Gewinn nicht so schnell zuschicken, wie es eigentlich üblich ist. Das nehme ich ihn aber nicht übel, weil ich das ja selber auch kenne. Ich bin manchmal auch so zeitlich eng gebunden, dass ich vieles nicht schaffe und manchmal auch viele Leute vertrösten muss. Von daher, lieber Kollege, mach dir da gar keine Sorgen, ist schon alles Judy. Wir hatten ja auch drüber geschrieben und wie gesagt, da mach dir keinen Kopf. Alles cool. Und natürlich, so wie du siehst, mache ich auch ein Unboxing. Kein Review, ein Unboxing. So, Judy, das nun mal als kleinen Vermerk, damit ihr Bescheid wisst. So, jetzt muss ich erstmal das ganze Zeug hier rauswühlen. Da habe ich nachher ein bisschen zu tun, wieder das Ganze hier wieder aufzuräumen. Aber Sicherheit geht vor. Das ist schon mal alles korrekt, was der Kollege da macht. So, ich sag mal so. Ein, zwei Hände voll machen wir noch raus und dann schauen wir mal, was da so Schönes drin ist. So, jetzt reicht aber. Er hat ziemlich gut gemeint mit der Verpackung, aber geil, genial. So, als erstes haben wir hier eine 12-Schuss-Batterie, die Flower Power von Weco. 15 Sekunden Brenndauer, 20 Meter Effekthöhe. Müsste eine Leuchtkugelbatterie sein, glaube ich. Ja, steht sogar drauf. Hehe, Leuchtkugelbatterie. Die hatte ich selber schon ein paar Mal, aber trotzdem ein tolles Teil für zwischendurch, immer sehr gut geeignet. So, dann haben wir hier die High Riser 15 Schuss, rasante Titanwirbelbatterie, 25 Sekunden Brenndauer und 40 Meter Effekthöhe. Ich denke mal, die kennen viele von euch. Das müssten so, ja doch, das sind die Titanwirbel, die dann halt auch pfeifen.
eigentlich eine sehr coole Batterie. Ich habe die wie früher immer aus diesem Z gehabt, was da immer beim Netto mit Scotty und im Norma gab. Da gab es immer so ein Set, wo auch die Aquila drin war, eine 100-Schuss-Batterie und ein römisches Licht, dann halt die High-Riser und so. Und von daher kenne ich die immer noch, weil das Set habe ich damals sehr, sehr gerne gekauft. Die sind ganz lustig. Ja, dann haben wir hier zwei Packen Super Böller 2 von Diamond. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht, aus welchem Jahr die sind. Weil Diamond-Böller habe ich relativ selten. Damals hatte ich so oft gehabt, weil unser Hagebaumarkt damals ausschließlich Diamond-Ware vertrieben hat. Und ja, aber das ist schon lange her. Ich glaube 2006 das letzte Mal oder so. Auch wenn ich sogar noch eher länger her. Ja, ist auch egal. Wie gesagt, bin ich immer wieder froh, wenn ich ein bisschen Diamond-Ware reinbekomme. Weil gut, bestellen tue ich sie mir jetzt nicht. Da es ja jetzt Booster gibt von Panda und auch die King Cobra und Roter Corsair und so, und da fällt das eher weniger ans Gewicht hier. So, also nochmal ein drittes Päckchen von den Super Böller 2. Einmal Pyro Cracker und noch einmal Pyro Cracker und noch einmal Pyro Cracker von Diamond. Wie gesagt, ich freue mich immer über Diamond Ware, weil ja, ein Pyro muss auch Diamond Ware mal ein bisschen knallen. Also zünden, knallen, ja, das hat sich gesagt, kann man zweideutig verstehen. Ja, Packet Cracker vom Panda hatte ich selber noch nie. Das ist schon mal sehr, sehr cool, weil dann kann ich die auch gleich mal testen. Ah, die sind aber richtig geil, niedlich klein. Wirklich eine ganz kleine Packung, schaut euch das mal an, so von meiner Hand her. Das ist ja krass. Aber muss man testen, vielleicht haben sie ja was drauf. Werden wir sehen. So, dann haben wir einmal B-Böller von Nico und China-Böller D von Nico. Ist aktuelle Ware, ihr wisst ja alle, was die drauf haben. Die NEM ist relativ hoch bei den Nico-Böllern und wenn sie gut durchgetrocknet sind, können die richtig geil überzeugen und können durchaus auch den Booster D wegknallen. So, dann haben wir hier Knall-Nachos. Auch immer ein witziger Artikel, weil ich finde das cool, wenn die, also die sind jetzt keine Oberburner-Böller, aber für zwischendurch sind die auch immer ganz cool, weil ich finde das geil, wenn die dann knallen, also wenn man sie dann anzündet und es kommt zu einem Knall, dann hat man immer noch so eine Art wie kleinen Feuerball am Boden und der Rest von den Papierfetzen brennt dann immer noch so schön ab. Das ist so ein kleiner cooler Nebeneffekt, den ich ein bisschen love. Ja, als nächstes haben wir hier einen Rauchball von, ich denke, doch, das müssten die von Nico sein, und Weco kubischer Kanonenschlag. Ich schätze mal Lidl-Ware oder halt aus diesem 12er-Pack, glaube ich, war das, oder 10er-Pack, ja, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, Kubis sind immer geil, ihr wisst ja, mittlerweile auf Kubis stehe ich, kaufe mir die Scheiße ja schon VE-weise. So, dann haben wir hier einmal coole Naughty Screamers. Das müssten die sein von Nestle, genau, von Nestle sind die. Die finde ich übrigens auch ganz, ganz cool, weil da gefällt mir der Whistling Sound sehr. Deswegen, also ich stehe auf den Whistling Sound hier von den Teilen. Auch immer wieder schön. Für zwischendurch ideal. So, das Ganze nochmal. Nochmal Naughty Screamers. Also zwei Packungen davon. Und sogar noch mal ein paar Five-Raketen. Und zwar eine kleine Eigenreaktion. Einmal, glaube ich, mit diesen ja, Mini-Raketen. Ich glaube, das sind die von Panda. Und dann halt Naughty Screamers noch mal. Gewinnspiel Pyro Cracker 98. Jawolla. So, dann haben wir hier römisches Licht von Panda. Habe ich auch noch nicht gehabt. Und das kommt mir gerade recht, weil ich wollte mir noch ein paar römische Lichter besorgen, weil ich habe nämlich vor, für Gran Müritz da so einen schönen sexy Verbund zu machen. Und da kommt das sehr richtig geil gerade. Das ist sehr richtig toll. 20 Schuss, ja, da lässt sich doch schon was Geiles mitmachen. Dafür schon mal danke, lieber Kollege. Das ist sehr, sehr genial. Da freue ich mich drüber. So, dann, was haben wir hier noch? Ah, jetzt haben wir hier den eigentlichen Gewinn. Also auch mit den beiden Batterien von wohin, die gehören eigentlich dazu. Das war nämlich der eigentliche Gewinn. Und zwar das Sortiment Jackpot von Weco.
ist allerhand drin, ein ziemlich großes Sortiment. Da haben wir Pyro, Meteoriten drin, dann ein paar Sonnenvögel, Höllenzaunfontäne, Chico Chico, ein paar Reibkopfknaller, ein paar Frösche, nochmal ein römisches Licht, Superböller mit Turboknall. Gut, da wird jetzt wieder der ein oder andere Pyro drüber schmunzeln, Turboknall, aber ihr wisst ja, Weko haut gerne mal auf die Kacke und von daher, naja, auf jeden Fall ein tolles Set und das werde ich mir natürlich schmecken lassen, das ist ja wohl ganz klar. So, ich glaube, das müsste alles gewesen sein. Ist ja auch schon mehr als genug. Also da waren richtig schöne Extras bei und darüber freue ich mich und bedanke ich mich auch nochmal recht herzlich bei dem Pyro-Kollegen Pyrocracker98. Ich freue mich sehr über die ganzen Artikel hier und ja, ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Ja, und dann werde ich jetzt nochmal alles ein bisschen herrichten, nochmal alles zusammenstellen, damit ihr nochmal einen Gesamtüberblick habt und dann, wie gesagt, bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Planet Firework. Haut rein!